21. Oktober 2009. Darwin im Norden von Australien. Die Studierenden der Hochschule Bochum bei den Vorbereitungen zur Global Green Challenge, wie die Weltmeisterschaft der Solarmobile jetzt heißt. Letzte Tests an Elektronik und Batterien, Temperaturen von fast 40 Grad bei extrem hoher Luftfeuchte stellen Mensch und Technik auf eine harte Probe. Teamchef Julian Stendenbach zum weiteren Ablauf. Als nächstes kommt morgen das Scrutineering, das statische Scrutineering. Am Samstag ist dann das dynamische Scrutineering, das heißt Fahrtest, Stabilitätstest, Bremstests und gleichzeitig ist dann auch das Qualifying. Chris Koyoka zum Stand der Technik bei SolarWorld Number One. Läuft alles, funktioniert alles, also die Jungs sind gerade dabei, dass alles auch läuft. Vor allem morgens ja schon das Scrutineering, aber ich sehe da keinen Zweifel. An für sich elektronisch ist alles fertig, mechanisch muss die neue Gabel noch eingebaut werden. Der Öffnungsmechanismus muss noch optimiert werden. Andreas Mauer und Arne Austing bauen bei SolarWorld Number One das Vorderrad mit Motor wieder ein. Die Ambitionen für die Startaufstellung sind hoch. Wir wollen unter den ersten dreien landen mit dem Bocruiser und möglichst auch sehr schnell mit dem SolarWorld fahren. Perfektion ist gefragt, auch beim Bocruiser. Neben der Technik muss auch die Optik stimmen. Andere Teams sind nicht so gut vorbereitet. Yumiko hat bis jetzt so 200 Testkilometer gemacht. Die haben anscheinend richtige Probleme zurzeit. Und die sind 3 Wochen eher angekommen als wir. Und haben nur 200 Testkilometer. Wir dagegen haben mittlerweile schon 1200 Testkilometer, seitdem wir hier sind. Und wir sind 3 Wochen später angekommen. Sogar der Bocruiser hat auch mehr Testkilometer gemacht als Yumiko. Da bin ich echt zuversichtlich. Also Optimismus, also mehr denn je, erst recht hier in Australien. Da muss man immer optimistisch sein. Optisch scheint SolarWorld Number One die Veranstalter schon überzeugt zu haben. Ob die Technik der Sonnenwagen auch für den öffentlichen Straßenverkehr zulässig ist, klärt sich heute beim Scrutineering. Dieser orthopädisch nicht ganz einwandfreie Fahrerplatz überzeugt die Prüfer zumindest im Bereich des Überrollbügels. Der Gesichtsausdruck des Fahrers vom belgischen Umicore-Team lässt erahnen, dass er nicht wirklich glücklich ist mit seinem Gefährt. Zu Recht, denn das Fahrzeug kam nur als Wrack in Adelaide an. Ein Unfall auf der halben Strecke hat eine 500.000 Materialwert vernichtet. Dem Fahrer ist zum Glück nichts passiert. Der Beitrag aus Malaysia zum Wettbewerb. Sicher nicht sehr strömungsgünstig, bei der angepeilten Höchstgeschwindigkeit von ca. 50 km/h, aber unerheblich. Eine echte Low-Cost-Produktion, alle Teile kommen aus dem Baumarkt. Ein bequemer Einstieg und Platz satt für den Fahrer, ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Gefährten im Starterfeld. Die Waage zeigt eine Schwäche des gelben Sonnenwagens, 230 Kilogramm liegen etwas über dem Schnitt. Die Holländer mit Nuna 5 gehen mit 160 Kilogramm ins Rennen. Die Neigung der Rückenlehne entspricht zunächst nicht den Regeln. Okay, so you need to take the cushion out and we can try it without the cushion because there's a great big lumbar support there. Yeah. And we can try again. Okay. Ohne Polster passt es dann. Der Notausstieg muss in 15 Sekunden zu schaffen sein. Elf Sekunden braucht André Wilms dafür.
Das hohe Gesamtgewicht von über 260 Kilogramm ist beim Bocruiser der vierräderigen Konstruktion mit zwei antreibenden Motoren geschuldet. For the first part of measurement against the regulations. Okay. So we'll do a number of things. We'll look at your seat, we'll look at the people getting in and out, which is safety. Okay. We're looking at your ability to go backwards and also your handbrake. Okay. And they've got a seat. Oh my God. They've got the seat back. Shall I get the gauge out now since it looks pretty well vertical? Wer als Pilot weniger als 80 Kilogramm wiegt, muss Ballast mit ins Fahrzeug nehmen. Marius Kortüger soll das fehlende Kilo mit einem tiefen Schluck aus der Wasserflasche ausgleichen. Klare Ansage zum sportlichen Einstieg von Christoph Bönnecke. Auch der Ausstieg gerät dem Prüfer zu hektisch. Ansonsten wissen die deutschen Sonnenwagen bei diesem Termin zu überzeugen. Einen Tag vor dem Rennbeginn die Fahrtests auf der Rennstrecke. Nuna 5 legt mit 2 Minuten und 2 Sekunden eine Topzeit für die schnellste Runde vor. Auf der Geraden erreicht diese Solarflunder fast 160 Kilometer pro Stunde. Ähnlich schnell wie Aurora aus Australien, die mit 1,58 auf Startplatz 1 fahren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den gelenkten Radkästen zeigt der Bocruiser seine Racer-Qualitäten. Ein Top-Fahrwerk und die vier Räder in Verbindung mit dem niedrigen Schwerpunkt machen Kurvengeschwindigkeiten möglich, die jedes Dreirad aus der Bahn geworfen hätte. Nur 4 Sekunden langsamer als die Titelverteidiger aus den Niederlanden. Das bedeutet am Ende Startplatz 3 für den Bocruiser. Elch und Bremstest sollen eigentlich mit 30 Kilometern pro Stunde demonstriert werden. Der Bocruiser ist hier fast doppelt so schnell unterwegs, der Bremsweg entsprechend länger. Der Teamchef ist zufrieden. Das Qualifying haben wir hinter uns, wir haben unser Nummernschild bekommen. Ich bin stolz auf das ganze Team, wir haben gezeigt, dass wir einen guten Job gemacht haben und jetzt kann das Rennen morgen starten. SolarWorld braucht mehrere Anläufe. Mit Safety Car wird der gelbe Wagen von der Strecke geholt, Hektik in der Box. Nächster Versuch. Fahrstabilität und Bremsweg nach Vorschrift und schließlich wird auch die schnelle Runde absolviert. Die Boxengasse ist eigentlich eine Einbahnstraße. Okay, schnell umdrehen das Auto, dann sieht das keiner. Komm. Stopp. Komm, ran, umdrehen. Umdrehen? Schnell, ja. Schnell. Sonntagmorgen im Herzen von Darwin. Letzte Kontrollen vor dem Start. Tom Bartels und André Wilms im Strategiefahrzeug zur Wettervorhersage. Keine Wolken und Gegenwind. Kevin Palmer Wilson als Wagenheber. Tischtennisplatten beherrschen als Konstruktionsmerkmal die Solarcar-Szene. Die Alternative aus Bochum geht erleuchtet an den Start.
Aurora auf Platz 1, Luna 5 Platz 2 und vorne mit dabei der Bocruiser. Das Oranje-Team findet offensichtlich das deutsche Auto spannender als das eigene. Der Premierminister des Northern Territory schwingt die Fahne und schickt die Solarflitzer auf die Reise nach Adelaide, im Falle des Bocruisers mit Tempo 50. Mehr lässt der bedeckte Himmel nicht zu. Kurz nach der Stadtgrenze von Darwin, erste Probleme bei Solar World No. 1. Ja, vorne ist der Reifen geplatzt. Die Jungs sind gerade dabei, das zu wechseln, zu tauschen. Dabei ist auch die Felge beschädigt. Die wechseln die jetzt gerade, sind schon ziemlich fix. Kurze Zeit später das zweite Bochumer Team. Christoph Bönneken zur Situation. Ja, wir haben einen Reifenplatzer vorne rechts gehabt. Es hat einmal tierisch geknallt. Ja. Und dann bin ich links rangefahren. Also man kann das Auto noch sehr schön kontrollieren. Das ist schon mal positiv. Und jetzt wechseln wir den und hoffen, dass der nächste länger durchhält. Also man konnte auf der Straße auch nicht sehen, ob da irgendwas Spitzes gelegen hat. Da ist die Zeit einfach zu kurz für. Das ist ja wirklich Vorstand. Winkel können wir füßen mit Abend anfangen. Kilometer sind gefahren. Langsam zeigt sich das typische Landschaftsbild des australischen Outbacks. Wieder eine Reifenpanne. Jetzt die hinteren, ja, die haben auch den Geist aufgegeben. Ja, also der ist wieder explodiert, ja. Ist aber nicht so schlimm wie bei den vorderen, weil die Felge heil geblieben ist. Observer Rick hat schon einen Spitznamen für den Bocruiser. It's the cool cruiser. Chris Kojoka mit Solar World No. 1 am ersten Kontrollstopp in Catherine. Nach der Reifenplatzer hatten wir Bremsprobleme, die haben wir dann zum Glück gelöst. Und ab da ging es eigentlich nur noch Kilometer machen. Zweiter Tag. Laden nach dem Sonnenaufgang. Um 8 Uhr soll es wieder auf die Piste gehen. Der Generator, der den Druckluftkompressor versorgen soll, will nicht anspringen. Also muss von Hand gepumpt werden. Der Reifen rutscht so nur mühsam ins Felgenbett.
Kevin, wie viel Schlüssel? Misch, habt ihr einen anderen 13er für die Bremse? Was haben wir? Die 13er für die Bremse. Da ist eine Knarre. Und der 13er los. Mach, hier. Mach mal. Bocke auf. Eins. Bocke auf. Eins, zwei, drei. Langsam wird die Zeit knapp und die Kommunikation entsprechend hektisch. Uhrzeit? Keine Sekunde zu früh kommt SolarWorld Number One auf die Straße. Nicht weit dahinter der Bocruiser. Nach gut 600 Kilometern der Stopp Dunmara. Am besten funktionieren die Solarzellen, wenn die Sonnenstrahlen senkrecht einfallen. Christoph erklärt seine einfache, aber wirkungsvolle Konstruktion. Das ist zum Ausrichten des Panels, damit wir immer optimal zur Sonne stehen. Und wir hatten gerade ein bisschen Langeweile, da das Auto wunderbar läuft. Und ja, ich habe das beim anderen Team gesehen und ich fand das eigentlich ganz interessant. Und es funktioniert super. Dieser Solar-Oldtimer fährt schon seit vielen Jahren bei der World Solar Challenge mit und wurde nach alten Regeln für zwei Personen gebaut und mit entsprechend mehr Solarfläche ausgestattet. Dieser Roadtrain zählt zu den kürzeren Exemplaren seiner Gattung. Über 50 Meter lang können diese Highway-Boliden sein. Mit 55 Kilometern pro Stunde zieht der Bocruiser seine Bahn. Am Ende des zweiten Tages sind 750 Kilometer gefahren. Der Himmel zieht sich zu. Die Ladung fällt spärlich aus an diesem Abend. Frühstück um 7 am nächsten Morgen. Philipp Rösler zu seinem Job als Koch. Wenn es zum Essen geht, sind alle mal furchtbar ungeduldig. Da. 9.30 Uhr, 250 Kilometer weiter. SolarWorld erreicht den nächsten Kontrollstopp in Tennant Creek. Thank you.
hier. Nicht hier. Ich kriege auch noch geile Energie rein. Das ist jetzt die Sonne. Geile Energie. Geile Energie. Geile Energie. Du bist sexy Energie. Wer ist noch hier? Runter. Alles okay? Perfekt. Dann aufsetzen. Hör zu, machen. Zu, machen. Zu hier. Warte. Können wir, Igor? Ja, klar. Mach zu. Vergiss deine Funke nicht ans Helm, ne? Kannst du das zu drehen? Ja, das helfen? Nee, ja, Leute, viele Leute brauchen wir. Okay. Bei den knappen Zeitvorgaben sind die Öffnungszeiten der Kontrollpunkte für den Bo-Cruiser nicht zu schaffen. Mehr als die Hälfte aller Teams laden die Sonnenwagen deshalb auf Anhänger, um im Wettbewerb zu bleiben. Die Platzierung wird bei diesen Teams über die solar gefahrenen Kilometer entschieden. Barrow Creek bei Kilometer 1210. Andreas Mauer, Mischa Schleimer und Yavuz Apaydin zeigen einen gelungenen Boxenstopp. Ja. Ja, das heißt Körbe mit fest. Ja, Russ? Runter damit. Block weg. Block ist weg. Das war's, Micha? Ja. Okay, dann holen wir schon mal ab. Mach nicht über den Sitz. Termindeckel. Termindeckel. Ja, was einsteigt. Termindeckel. Das Zeug muss in Chase. Ja, wo? Hau ab, hau ab, hau ab. Vierter Tag, kurz vor Alice Springs. Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Ich habe mich so an den Staub gewöhnt. Na gut, dann alles lassen. Never change the running system. Ja, so sieht's aus. Ja. Nee, ich pass auf, dann lass uns mal weiter darum kümmern, dass wir ausrichten. Ja, komm, hier ist die Funke. Das ist viel. Messer, Messer, Messer. Ja, schön. Dann steigst du stetig. Besser geworden. Okay, das geht. Igor, kannst du mal testen?
Kurz nach 11, das Crown Plaza mit eigener Solaranlage auf dem Dach dient als Kontrollstopp. Marius Kotüger zum Stand der Dinge. Auto läuft. Zwischendurch hatten wir ein paar Kadaver auf dem Weg, die mussten wir ausweichen. Aber kein Kamel, oder? Nee, kein Kamel. Kühe haben den Weg passiert, aber war kein Problem. Tag 5. Glen Dumbo heißt dieser Ort. Justus Just checkt die Datenkommunikation. Ja, wir hatten nur Probleme mit dem Display und wollen einmal gucken, ob das vernünftig funktioniert jetzt wieder. Sebastian Schierling erklärt seinen Job. Ja, das kühlt. Also dadurch, dass das Wasser verdunstet, wird halt Wärme dem Ganzen entzogen und das steigert das Ganze, also verbessert die Wirkung. Aufbruch zum letzten Lagerplatz vor dem Ziel. Vor dem Start zur letzten Etappe zieht Julian Stendenbach Bilanz. Ja, ich hatte meine Erwartungen an das Rennen waren, viel Spaß zu haben hier, möglichst viele Kilometer mit dem Vokusa zu fahren, zu zeigen, dass wir ein alltagstägliches Auto bauen können und das haben wir auch, denke ich, erreicht. Ich hoffe, dass mehr alltagstägliche Autos mitfahren bei diesem Rennen. Da muss der Organisator jetzt Initiative ergreifen und die Leute dahin treiben. Christoph Bönneken vergleicht den Bo-Cruiser mit Solar World Number One. Der Unterschied ist, dass beim Fahren selber das Auto stabiler ist, vor allen Dingen dann, wenn man von Roadtrains überholt wird. Ja. Also man merkt deutlich, dass man ein Rad mehr zur Verfügung hat und dass das Auto an sich auch noch einen Fortschritt gemacht hat, fahrwerkstechnisch und sicherheitstechnisch. Port Augusta. Hier endet die Fahrt für den weißen Sonnenwagen aus Bochum.
Der Veranstalter lässt ein Weiterfahren im Wochenendverkehr der Vorstädte von Adelaide nicht zu. Fast 2000 Kilometer ist der Bo-Cruiser aus eigener Kraft gefahren. Das reicht für Platz 12 im Gesamtklassement. Das Solar World Team hat um diese Zeit Adelaide erreicht und damit die vollen 3000 Kilometer geschafft. Platz 9 für den gelben Renner aus Bochum. Ein gebührender Empfang im Ziel. Eine ordentliche Show zum Schluss muss sein. Thank you.